Hallo und erneut willkommen im Aperture Science Computer Aided Enrichment Center. Heute testen wir mit einem Partner. Winkt eurem Partner zu. Nein. Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Folge Portal 2. Jetzt endlich mal. Kannst du mal aufhören, die ganze Zeit zu winken? Danke. Diesmal hoffentlich ohne Probleme. Wir haben jetzt schon, keine Ahnung, ungefähr 3 Stunden oder so damit verbracht, alles zum Laufen zu bekommen. Okay, was heißt wir, ich? Und ja, jetzt würde ich sagen, fangen wir an. Oder, Finn? Ja, und hallo auch noch von meiner Seite. Du musst, glaube ich, doch winken auf der Q-Taste. Oh, lol, die Konsole ist offen. Ganz gleich. Ich muss ganz kurz die Audio. Es ist zu laut. Man hört dich kaum. Ich muss meins so. Auch laut. Sei es einmal. Weil irgendwie eben warst du gerade lauter. Oh, so. Okay. Ich glaube, jetzt dürfte es gut sein. So, dann winke ich auch mal. Teamarbeit. Hallo. Für eine bessere Zusammenarbeit verfügt ihr beide über ein Ping-Tool. Blue, wähle bitte mit dem Ping-Tool dein Lieblings- und wir erklären, auch gleich, gut. Um was es geht. Orange, weil ihr das wahrscheinlich nicht so, oder nicht alle wissen gut. Von euch, denke ich mal. Orange, ja. Wähle bitte mit dem fangen wir gleich an. Aber das die labern im Moment noch ziemlich viel. Was ist Pingen? F, okay. Steht ja da. Wird dir erklärt. Was soll ich nehmen? In Gold. Keine Ahnung. Okay. Blue, ja, beachte die. Ja. Keine Ahnung, was es ist. Wahl, ich glaube Gold. Sehr interessant. Aha. Okay, komisch. So, wir sind jetzt hier. Mit dem Ping-Tool könnt ihr eurem Partner auch anzeigen, wo das Portal platziert werden soll. Für diesen Test gebe ich vor, der Partner zu sein. Zeigt mir mit Hilfe eures Ping-Tools, wo ich eure beiden Portale platzieren soll. Pingt jeweils die Stelle an. Blue hat zuerst ein Portalgerät. Orange hat nun ein Portalgerät. Jedes Portalgerät kann 2 eigenständige Portale erzeugen. Erzeuge als Test ein Portal zu diesem Vorsprung. Ich würde sagen, wir laber kurz so viel. Nicht, weil ja. Wir labern nicht, wenn sie redet und sie redet gerade durchgehen. Deswegen wollte ich jetzt mal kurz sie hat aufgehört machen, zu reden. Wir mal erklären. Am besten stelle ich mich mal ganz kurz hier hin. So, der liebe Finn kennt das Spiel nur durch mich. Und deshalb hat er noch nicht ganz so viel Erfahrung wie ich. Wir haben am Anfang ein bisschen angezockt, um zu gucken, ob alles funktioniert, um Steuerung klarzukommen und alles. Aber ich habe wesentlich mehr Erfahrung. Ich habe nämlich auch schon den Singleplayer diverse Male durchgespielt. Wenn ihr wollt, dass wir den auch noch let's playen, also ja, einer von uns oder beide, mal sehen, abwechselnd oder so, oder zusammen, dass einer zum anderen geht, schreibt es mal in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter, oder? Ich würde noch nicht weitermachen. Erzähl mal lieber, was man hier machen muss, weil das wissen wahrscheinlich die meisten noch gar nicht, oder? Ja, genau. Wahrscheinlich einige von euch wissen nicht, was wir machen müssen. Und zwar ist Portal eher so ein Rätselspiel teilweise. Heißt, wir kommen in verschiedene Kammern rein und müssen dann dort die Aufgaben absolvieren und weiterkommen, bis wir dann am Schluss sind und ja. Okay, und zwar als Team müssen wir das natürlich machen. Natürlich. Also, und der Singleplayer ist natürlich was komplett anderes, da gibt's auch Story und alles, aber hier im Multiplayer, soweit ich weiß, nicht. Aber ich weiß es nicht, ich spiele nicht so oft. Okay. Beziehungsweise ich habe noch nie Multiplayer gespielt. Okay. Jo, dann würde ich sagen, fangen wir mal an. Und auf die Sachen stellt man sich drauf, dann passiert irgendwas. Kalibrierung so ungefähr ist Gewicht das. Orange. Keine Abweichung erkannt. Ben. Fang hier schon wieder an, mich abzufacken. Und das ist, das planen wir so als Projekt, also Art Let's Play oder also Let's Play nicht unbedingt. Wert, aber. Um eurem Partner bestimmte Stellen zu zeigen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine.
So. Oh lol, die Decken. Achso, hast du schon. Ja, ich hab schon. Was? Ich bin schnell. So, jetzt bin ich wieder dran. Achso, nee, doch nicht. Ich dachte, ich bin schon ein bisschen weiter. Jetzt sind wir beide dran, oder? Gewichtete ja. Würfel kalibriert. Ja. Keine Abweichung erkannt. Menschen mögen übrigens keine Gewichtsabweichungen. Sie ärgern sich, wenn man sagt, ihre Gewichtsabweichung liege über oder unter der Norm. Ich liebe diese kleinen Anspielungen, die sie da immer bringt. Ich finde die so geil. Vor allem im Singleplayer sind die auch extrem cool. Nur, so, ich muss ja ein bisschen zu viel, habe ich so das Gefühl. Also wir können relativ oft nichts sagen. Aber ja, du bist auch meistens der reinlabert. Also ich sag nichts, aber du halt, ne? Ja, aber wir können halt nicht immer nichts sagen, wenn sie was sagt, weil sie zu viel redet. Nur das wird später nicht mehr so sein, weil man dann auch viel, viel länger für so Rätsel braucht, weil die natürlich immer schwerer genau. werden. Momentan ist es, glaube ich, jetzt nur so ein Spiel oder so irgendwie. Wie ein Spiel? Scheiße, mein Handy hat vibriert. Ich hoffe, das hat man nicht bemerkt. Ihr habt als erste Roboter die Kalibrierung geschafft. Ja, wink halt einfach, ne? Ich hab den Tyler gewinkt. Und ich wink nochmal dir. Gewunken, nicht gewinkt. Ja, ja und ich sehe euch. Und es ist ja. mir egal. Warte. Hallo. Hallo. Ja. Könntest du jetzt mal deine Aufgabe absolvieren? Welche? Ach so, fuck. Schluss jetzt. Ja, Mann. Für die Strecke war dieses Benehmen nicht nötig. Doch. Doch war. Auf jeden Fall war das nötig. Ja, echt nein, so. Willst du ja. Okay. So, ihr seht ja auch ein kleines bisschen, wie es jetzt geht und so. Machen wir hier drin eigentlich immer einen Cut? Nö. Ich würde sagen, die Ladescreens bleiben drin, weil das ist auch sowas, was Portal so ein bisschen ausmacht, die Ladescreens, weil die teilweise echt cool sind. Die sind immer okay, gleich, eigentlich die Ladescreens. Nicht, aber egal. Also eigentlich sind die zwar immer gleich und sehen immer genau gleich aus, aber das ist wohl das coolste am Spiel, Traut Jonas. Menschliche Testsubjekte des Computer Intelligence Training and Enrichment Center. Aber ich dachte gerade, hey lol, was machen wir im Hub, aber dann ist mir eingefallen, stimmt, das ist ja. Von hier Hoppa. Geht es dann zur neuen Teststrecke. Was mach ich hier jetzt? Ja, du chillst da dein Leben, würde ich mal meinen. Nein, ich muss sterben. Au. Also ich würde vielleicht den ersten Teil gerne im ersten Video drin haben und vielleicht nicht ganz so über 20 Minuten, also könntest du dich vielleicht etwas beeilen. Ich wollte es mal ausprobieren. Oder nee, ich mache einfach bei 20 Minuten Cut und ja. Das könnten wir echt machen, nur ich würde schon... ich würde schon Verabschiedung machen, ja. weil was, ja. Auch im Let's Play war letztens keine Verabschiedung. Ja. Hey, ja, nee, ich meine kein Cut, sondern Verabschiedung, wirklich richtig. Ich sehe es ja, wie lange wir schon aufnehmen. Ja. Ungefähr. Okay. Scheiße, ich bin bei 10 Minuten, aber ich habe vergessen, wie lange wir am Anfang noch Fail aufgenommen haben. Der Ladescreen wurde ursprünglich für Menschen erstellt. Hier geht es um Teamarbeit. Im Gegensatz zu uns müssen Menschen Teamarbeit erst lernen. Okay. Also, müssen wir das lernen, Finn? Wir müssen das tatsächlich nicht mehr lernen, weil... Oh, ups. Okay, doch, wir müssen es auch lernen. weil wir schon von alleine so Profis sind. Und übrigens, wir machen diese Kamera, glaube ich, falsch, gell? Könntest du mich jetzt dort durchlassen? Du erhält 5 Kollaborationspunkte. Yay! Hey! Ich bin übrigens Blue. Und er ist Orange, weil er orange ist und ich bin blau. Hä? Warte, das kann man da ja, sehen. Ja, das macht Sinn. Hier. Guck, das bin ich. Ich bin blau. Hey, lol. Ich find's auch sehr nett von hey, was ich gerade einfach gemacht habe. Da jetzt nicht zu dir gelassen hast. Danke. Hey, lol. Ich hab einen voll coolen neuen Move. Guck mal. Guck dir den neuen Move an. Hey, lol. Nee, jetzt ist er wieder normal. Warte mal. Hey, warte. Ich hab grad einen saugeilen Move gemacht. Hä? Als ob! Ja, toll, Jonas. Ich krieg's nicht mehr. Egal, kein Bock mehr. Also, läuft der echt bei dir. Das hast du toll gemacht, Jonas. Als ob? Nee, aber ich. Ich glaube, ich hatte es gerade auch gesehen, wenn das so ein Slide zur Seite war. So ein. Nee, ich bin so in die Luft gesprungen. Genau. Also so auf einen Fuß hoch und eine Hand in die Luft und. Hey, das war richtig strange. Du musst dir das Video angucken, Alter. Das hatte ich noch nie. Okay. Das hier ist Blue. Also das sieht man, wie er aufgebaut ist. Naja, eigentlich heißt er ja Atlas. Warum auch immer. Stellt euch vor, in einigen Spielen der Menschen gewinnt der Spieler mit den wenigsten Punkten.
Ich wäre da gerade fast reingelaufen. Und das hier ist so extrem leckere Brühe, die kann man auch trinken. Was machst du da? Das sieht so fail aus. Dann stirbt da einfach, Alter. Ich zeig halt den Leuten, wie man das so macht. Ja, Finn, das Ding ist halt einfach, ich nehme auf und nicht du. Ja, aber ich zeig den Leuten, was passiert, wenn man da reinläuft, wisst ihr? Könntest du vielleicht mal den Knopf drücken? Warte, ich halt eben. Alter, dieser Lappen. Ich hab einen Knopf gedrückt, aber nie kriegt das hin. Ja, ich bin nicht reingelaufen. Ja. Ich war gerade mit dir beschäftigt. Das ist halt scheiße, ne? Ah, jetzt okay. Yay! So. Och, du fettes Kind, ich komm nicht an dir vorbei. Wir können auch nicht so viel laut nachdenken jetzt, weil wir es schon alles wissen einfach. Ja, genau. Blöd ist, aber, naja. Weil es gab halt, meistens ist es abgestürzt so gegen Ende. Oder, drück halt einfach den Knopf, ne? Ja. Also, deswegen wird die erste Aufnahme jetzt auch nicht so interessant sein. So. Weil doch, jetzt schon. Nee, aber wir kommentieren nicht so gut, weil wir es selbst schon alles wissen. Dank des einen von du kommentierst nicht gut, wie immer. Nein, so, ich will das nochmal machen, Mann. Och, komm schon! Du unfähiges Stück Scheiße! Dann halt nicht. Also, ich muss sagen, Zoom bringt ja echt viel, so. Ja, der Zoom, der bringt einfach gar nichts. Und ich hoffe, du bist laut genug, weil ich weiß nicht, bei mir bist du ziemlich leise. Ich hoffe, im Video bist du laut genug. Kein Spaß. Wenn nicht, ist die erste Folge halt einfach verkackt. Und das bin jetzt ich. Sofern Kommunikation, Teamarbeit und gegenseitiger Respekt. Machst du? Okay. Ja, warte. Sind diese Tests potenziell tödlich? Och, hopp, hör auf! Junge, ich hasse dich! Zur echten Herausforderung. Du kommst da nicht raus. Und das ist das, wenn man mit Finn aufhängt. Es ist doch lustig. Jetzt macht er! Opa. Warte so. Jetzt macht er deine Portale hin, hopp! Ich feiere das. Ich nicht. Ich schon. Unfähiges Stück. Au! Da. War doch easy. Na, komm durch. Du. Warte, ich brauche noch ein bisschen. Ich bin ein bisschen langsam. Ich bin alt. Ich bin alt und gebrechlich. So, dann holen wir euch hier mal den Cube. Und bleib da drauf. Finn! Hey, nein! Zeigen wir den Leuten mal, was passiert, wenn man unartig ist. Wenn man ein unartiger Roboter ist. Nein! Ich will nicht unartig. Ich will nicht. Ja, dann geh und mach, was man dir sagt. Stell dich auf die Dinger jetzt drauf. Finn? Ja. Stell dich jetzt drauf. Und das hier sind so kleine, die heißen Türme. Türme? Ja, Türme. Das sind Türme, ja. Ja, das sind so, keine Ahnung, Überwachungstürme oder so. Auf jeden Fall sind die dafür da, um uns zu töten. Warte, ich demonstriere das jetzt mal. Hui! Aua. Ja, ich will auch! Bumm. Ich will auch! Ja, ich will auch! Bin ich gestorben. Ich will auch. Ja, dann geh. Wir sterben. Los. Ja! Ich hab das! Da unten rechts. Oh. Ja, er ist tot. Okay, ich hab's doch nicht geschafft. Aber es war knapp. Könntest du dich jetzt auf das Teil draufstellen, damit ich die töten kann? Aus. So, denn die kann man verbrennen mit dem Laser. Was oh ja. Soll das? Monster. Aua, die gehören aua. Zu uns. Ein Schwert. Ja. Ihre Vernichtung ist. Finn! Sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich. Hey. Mach jetzt dein Portal dahin. Geht doch. Ja, war easy. Wisst ihr? Finn und ich haben das jetzt schon gefühlte 100.000 Mal gespielt. Und was macht er? Nichts anderes als mich die ganze Zeit nur zu trollen. Ja, das muss so sein. Kleine Faggot. Bitte weiter zur nächsten Testkammer. Und die hat natürlich gerade nicht gemeint, die
Wie heißt der nochmal? GLaDOS. Ja. Also der Roboter, der die ganze Zeit mit uns spricht, heißt GLaDOS. Die wie? Egal, ich nenne sie Gisela, okay? Ich nenne sie einfach Gisela. Alter, du mit deiner Gisela. Ja, ist mir zu umständlich, dieses GLaDOS Teil da. Auch ich finde es unfair, dass ich immer ich mach so lange, bis ich gewinne. Ey, du hast eben gewonnen, jetzt hab ich gewonnen. Ich hab gerade eben. So, 1-1 steht. Boah. Sollte der Fest in ein Fressfest umschlagen. Als ob! Ja. Ich bin besser als Junge, du. Ich hab keinen Boxing-Schlag zu spielen, jetzt geh da rein! Besser als du. Du gehst rein, weil ich Aufnahmen machen, von außen sieht's dann cooler aus. Und wir, du tust es nicht, okay? Mach ich nicht, komm. Nein, du da nicht! Nein! Da ist er gefangen, der Kleine! Ey, Hallo, komm mal. Nee, kann man nicht, lol. Nein! Oh. Hey, ey, warte, falsch? Hey, nee, warte, wo muss ich drauf? So, da. Alter, richtiger Lappen. Es war so klar, dass es kommt. Nein! Ja! Du hast Orange gerade eine wichtige Lektion in Sachen Vertrauen erteilt. Dafür erhältst du 14 Kollaborationspunkte. Ja, Mann! Ich hab 14 Punkte! Na? ihr wisst, welche Punkte ich meine. ist so ähnlich wie, das ist so ähnlich wie Treuepunkte. Nee, nicht. Treuepunkte, was laber ich? Schleimpunkte. Treuepunkte bei Warte mal, ich kann dich da oben einsperren, guck mal. Och, schade. Boah. Ey, du richtiger. Ich hasse dich. Jetzt geh durch. Ich kann dich da gar nicht zerquetschen. Hopp. Und diesmal setzt du das rote Portal. Der Opfer, jetzt musst du das gelbe setzen. So. Jetzt musst du mir so scheiße! Jetzt musst du den kompletten Weg zurücklaufen! Ja gut, das ist gerade übrigens nicht passiert, okay? Hey, warte mal, das geht nicht! Ah doch! Guck mal, du musst da oben ein Portal setzen und da unten. Warte, wo? Da? Warte, und da. Da oben. Kommst du da hin? Warte. Ja. Okay, cool. Dann geht er durch. Ja. Wieder drauf. Wieder durch. Mhm. Und jetzt da runter, drüber. Und dann hast du. Okay, war easy. Ich springe und werf's. LOL! Ich hab's geschafft! Ja! LOL! Hey, warte mal, komm jetzt. Das geht krasser, du. Echt so richtig krass. So, dann machen wir mal weiter. Ohne Finn. Oh, es kommt nur so, als würde ich eure Leistungen nur mit Kollaborationspunkten bewerten. Tatsächlich fließt jedoch jeder einzelne Aspekt in euer Endergebnis ein. Genau. Oh, okay. Orange, finde ich gut. Du hast zum Beispiel eben 2 Chancen Hinweispunkte eingebüßt. Was haben wir jetzt schon wieder gemacht? Okay. Richtiges Opfer. Ja, geil. Wir sind jetzt bei 21 Minuten Aufnahmezeit. Allerdings hänge ich noch 5 dran, weil wir am Anfang nicht richtig aufgenommen haben. Okay. Und dann würde ich sagen, wäre das doch schon das Ende davon. Heavy. Achso, jetzt aber ist doch schon vorbei. Wäre, genau, wir machen das noch und dann ja, genau. Ist fertig, oder? Ja. Gehst du oder soll ich gehen? Geh du. Ich das geh. Ist cooler, wenn ich alles betrachten kann. Und wir du zu. Aua! Und wir du Entschuldigung! Orange war immer mein Favorit. Rollerlol. Hallo! Hey! Ja, alles klar. Ich meine, du hast mich zwar gerade getötet, aber. Alter, ich mag die so hart. Ich hasse die, weil die mich immer mobbt. Ich komm da nicht rein, weil ich zu fett bin. Au! Ey, nein! Nein! Ich will nicht! Ich liebe dieses Spiel. Ich hasse diesen Jonas. Ich weiß nicht genau, nur man muss das hier hoch machen. Ja, warte, ich muss dich erst hochfahren. Ja, aber nicht zu hoch. Doch! Also okay. Das ist wie Windows, das braucht ein bisschen, bis es hochgefahren ist, okay? Alter, ich hätte so gelacht, wenn du jetzt das durch. LOL! Du hast es für einen Moment überlebt! Ja, okay.
Es war gerade so. Och, Finn, jetzt müssen wir alles wieder neu machen. Ich bin da eigentlich gar nicht durch. Ja, natürlich bist du da durchgegangen. Ich stand eigentlich noch drin, so. Also, so hat sich's angefühlt. Kannst du vielleicht wieder runter machen? Ja, Alter, es dauert ein bisschen. Finn, jetzt hör auf, da rumzuspringen, sonst. Alter! Das war nicht. Hey! Komm, geh. Oh ja, gut. Hey. So, mach da ein Portal und da hinten. Ich gehe jetzt da ich alleine weiter, wenn. Ah, das geht nicht. Kannst du nicht, du brauchst immer mich zum Aktivieren. Ja, aber ich wollte dich eigentlich nicht unbedingt. So, da. Och, finde ich schon wieder. Ich hasse dich! Es musste jetzt einfach mal sein. Alter, ernsthaft. Ich hätte wohl genauer ausführen müssen, dass Teamarbeit ein Konzept ist, bei dem mindestens zwei mit dem Ziel zusammenarbeiten, nicht völlig zu versagen. Ja. Jonas? Was? Das ist cool. Das sieht voll cool aus. Ich guck mich gerade in deiner Cam an. Ui! Okay, ich auch dann. Ich würde sagen, das war's für eine Folge, oder? Warte mal, lass ins andere Spiel reingehen. Okay. Ich weiß, in die andere Kammer. Ja, es kann dann sein, dass die Folge jetzt ein bisschen länger ging als die anderen. So 20 Minuten wahrscheinlich schon. Ich hoffe, nee, die anderen gehen wahrscheinlich viel, viel länger. Die anderen gehen wahrscheinlich viel, viel länger. Weil wir müssen ja noch überlegen. Wir kennen ja die anderen nicht. Bis dahin haben wir ja schon angefangen zu spielen. Weil wir haben hier schon eine Aufnahme, die wir nehmen wollten, gemacht. Aber die schränkt. So. Der nächste Test also ist ich würde. Ah, nee, warte. Das ist die letzte Kammer. Für. Wollen wir aufhören oder sollen wir die noch mit reinnehmen? Das können wir noch machen, oder? Weil ab dann. Ja, lass es doch. Genau, wie es geht, oder? Ja, genau. So, ich nehme die Seite. So, lass mich einen Counter machen. Fuck. Och, Jonas. Nein, Spaß. Drück einfach. Mach. Ja, einfach die ganze Zeit drücken. Fuck, nochmal. Ha, fuck it. Komm schon. Schaffen wir. Okay, ja. Nice. Das ist jetzt zwar ein bisschen gecheatet, aber ist mir egal. Sollte nicht so gelöst werden. So, ich hab die Disc. Und mit dieser Disc, die machen wir jetzt hier rein. Zack. Glückwunsch zur Bewältigung dieses absolut sinn- und herrenlosen Tests. Oh, eins noch. Wenn ihr die Teststrecken verlasst, kann ich euch nur durch gewaltsame Demontage zurückholen, wonach ich euch wieder sorgfältig zusammensetze. Glücklicherweise spürt ihr keinen Schmerz. Zumindest könnt ihr nicht mitteilen, dass ihr Schmerz verspürt. Ich halte das übrigens für einen Mangel. Boom. Ich halte es auch für einen Mangel. wir gehen es noch ganz kurz rein, schauen es uns an und dann was von der Folge? Genau, würde ich auch so sagen. Diese Strecke diente der Stärkung des Selbstvertrauens von Menschen. Sie ui, Selbstvertrauen! Tun, als 5 Minuten durch die Gegend zu laufen, woraufhin ich sie 10 Minuten lang lobte, wie toll sie gelaufen seien. Es müssten wir eigentlich auch mal machen, oder? Zum Glück keine Menschen seid, habe ich die Tests weitaus anspruchsvoller gestaltet und die Lobhudelei drastisch gekürzt. Oh, das finde ich jetzt aber nicht okay. Also ich hätte zwar auch gern ein bisschen Spaß gehabt, so wie die, aber. Ja, echt. Weil, wenn sie ein bisschen Spaß nehmen. Ich jetzt nicht okay. Ja, und das war's dann von dieser Folge. Und ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen oben da. Und bis zum nächsten Mal. Nein. Tschüss. Tschüss.